Wenn wir unser Verhalten tracken, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auch gezielt das Verhalten, diesen Baustein zu verändern. Wir haben eine Metrik, auf die wir uns konzentrieren können, und die sagt uns gewissermaßen, ob wir an dem Tag richtig oder falsch unterwegs sind für unsere Ziele. Diese Metriken haben wir uns natürlich selbst gesetzt, und auch das, was wir erreichen wollen pro Tag, haben wir uns selbst gesetzt. Im Abnehmbereich sind das schon häufig die Kalorien oder die Punkte, die wir zählen. Also alles, was reinkommt an Kalorien. Das ist natürlich ein ganz anderer Aufwand als einfach ein Fitness-Tracker, eine Uhr oder einen Ring, der meine Schrittzahl zählt. Es dient aber dem gleichen Zweck: Überblick über mein eigenes Verhalten über den Tag, über die Woche, über den Monat zu schaffen. Die Tracker können allerdings auch eine Menge Stress verursachen, wenn ich sie falsch nutze. Und da spielt die Frage mit rein: Wann darf ich mit mir zufrieden sein in der Gewichtssteuerung im Abnehmbereich? Und wann muss ich vielleicht unzufrieden mit mir sein? Die Frage wird jeder anders beantworten. Ganz wichtiger Punkt. Im Beitrag zeige ich dir, wie du die Tracker gewinnbringend einsetzen kannst und was auch für eine nachhaltige Lösung in meinen Augen wichtig ist. Viel Spaß damit. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Mein Name ist Sven Sparling. Ich bin Arzt und Gründer von I'm Fasting. Und wir helfen jetzt schon vielen Jahren, Menschen im Alltag ihr Gewicht nachhaltig in den Griff zu bekommen und vor allen Dingen auch emotional die Schublade zu schließen. Darum dreht sich bei uns alles um einen stressfreien Umgang in der heutigen Zeit mit unserem Gewicht. Und da haben wir wirklich ein massives Problem da draußen. Mir ist ganz wichtig, dass du weißt, dass du nicht an dem Thema schuld bist, aber nun kannst nur du die Verantwortung für die Lösung in diesem Thema tragen, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du dir Inhalte wie dieses hier ansiehst. Lass uns einsteigen. Der größte Zweck für ein Tracking meines Verhaltens ist, dass ich mir Übersicht über meine Woche, über meinen Monat vielleicht oder über meinen Tag im Rahmen meines Verhaltens mir erschaffe. Der größte Tracking-Bereich, das sind schon die Kalorien, das sind die Schrittzahl. Das halte ich für wahnsinnig sinnvoll, denn die Schrittzahl kann sich sehr leicht im Hintergrund verändern. Und wenn ich dann durch eine Uhr oder durch einen Ring, den ich trage, das ist der Ring, den ich hier an meinem Daumen habe, der trackt die Schrittzahl für mich mit. Ich kann, wenn etwas Komisches passiert in der Gewichtssteuerung, wenn die Ergebnisse ausbleiben, obwohl ich ja mein Verhalten in Anführungszeichen gleich gehalten habe, dann kann ich einen Blick auf die Schrittzahl werfen und erkennen, ob da sich vielleicht schleichend etwas verändert hat. Vielleicht bin ich mehr sesshaft geworden, und das würde auch unseren Instinkten irgendwo entsprechen. Also die wenigsten stehen morgens auf und denken: Mensch, jetzt mal ein, zwei Stunden durch die Gegend rennen, das ist jetzt genau das, was ich brauche. So ist der Mensch nicht ausgelegt. Ne? Wir sind schon auch eine Spezies, die Kalorien einsparen mussten in der Evolution, und das war wichtig für unser Überleben. Also Schrittzahl halte ich für wahnsinnig sinnvoll, und nachfolgend könnte man natürlich die Inaktivitätszeiten tracken, den Kalorienverbrauch durch Sport. Da möchte ich dir mitgeben, dass der wahnsinnig schwammig ist und nicht wirklich verlässlich ist. Und natürlich, wenn man mehr ins Ganzheitliche geht, dann kann man auch sehr gut den Schlaf tracken. Das macht auch der Ring hier für mich. Nachfolgend könnten wir auch über den Stress sprechen, denn Schlaf und Stress spielen hier in die Gewichtssteuerung mit ein. Sie machen dir das Leben schwerer in der Gewichtsabnahme, denn sie verursachen mehr Hunger und mehr Appetit, mehr Heißhunger. Beim Stress könnte man die Herzfrequenzvariabilität messen. Da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr reinsteigen. Ich denke, man darf sich selbst überlegen: Mensch, was sind denn wirklich die Parameter in meinem Verhalten, die sich schleichend ändern können, sodass ich dann leicht einen Blick darauf werfen kann. Und man sollte sich die Frage stellen: Mensch, welches Tracking verwende ich denn wirklich, um mein Gewicht zu steuern? Also die Kalorienbilanz. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Denn das große Problem in der Gewichtssteuerung ist die Herausforderung, Übersicht zu behalten über alle Bereiche, die die Gewichtssteuerung beeinflussen. Das Ganze ist nicht so einfach, wie gerade schon gesagt. Denn die Kalorien rein versus raus, die spielen die Hauptrolle hier auf der Bühne. Die definieren, ob dein Gewicht mehr oder weniger wird. Aber eben ist der Schlaf schlecht, hast du mehr Hunger, und dann ist die Gewichtssteuerung schwieriger. Dann wirst du vielleicht auch mehr Kalorien konsumieren, wenn du nicht gerade den Deckel über das Kalorienzählen drauf hast. Was du dann aber bemerken würdest, ist: Mensch, es wird immer schwieriger, hier meine Kalorienzufuhr einzuhalten.
Daher ist die gängige Lösung, und da sage ich gleich auch nochmal was dazu, dass man einfach alles trackt, was reinkommt. Man hält den Daumen oben drauf. Das ist die Latte, unter die ich springen muss. Und dann werde ich auch Erfolg in der Gewichtssteuerung haben. Natürlich nur, wenn ich mir den richtigen Wert ausgesucht habe. Der Körper reagiert in der Abnahme, das heißt, die Schrittzahl kann auch während einer Abnahme schleichend weniger werden, weil dein Körper einfach weniger Impulse für eine Bewegung dir gibt. Und das können auch spontane Bewegungen sein, wie am Kopf kratzen, bei mir vielleicht im Bart kratzen, mir am Rücken kratzen, mich umdrehen, wenn da hinten Geräusch ist. Ob ich das tue, das sind natürlich Impulse, die mein Gehirn mir gibt, im Falle der Spontanbewegung. Aber wie interessant ein Geräusch ist da hinten hinter mir, das ist ja auch eine Gleichung im Gehirn, die mein Gehirn durchrechnet. Und dann wird da irgendwie am Ende stehen, Mensch, das ist attraktiv, sich umzudrehen oder auch nicht. Und dann tun wir es oder wir lassen es. Also die gängige Lösung ist, alles zu tracken, was reinkommt. Das ist auch sehr sinnvoll, wenn man diese Übersicht, sag ich mal, braucht und die nötig ist, um erstmal das erste Verständnis zu generieren. Das kann ich sehr gut dafür nutzen. Aber es gibt ein mittelgroßes Aber, und da kommen wir gleich drauf, das ist nämlich der Aufwand. Neben den Kalorien, die reinkommen, kann ich natürlich auch alles tracken, was ich an Bewegung habe. Da haben wir gerade schon die Schrittzahl genannt. Und ich kann natürlich auch den Sport tracken. Und das Ganze verknüpfe ich natürlich mit dem Erfolg. Das heißt, ich tracke nicht sinnlos viele Parameter und viele Metriken, sondern ich tracke natürlich die Metriken, die sehr viel Einfluss auf meine Gewichtssteuerung haben. Das wäre zumindest mal meine Empfehlung. Das größte Problem beim Tracking meines Verhaltens ist A, der Aufwand, und B, dass das Tracking-Gerät, die Messwerte, dir Stress machen. Lass uns zuerst mal über den Stress sprechen. Warum kann uns denn diese Metrik, Mensch, du hast dich heute so verhalten, warum kann uns das Stress machen? Das ist ja einfach dann nur erstmal serviert und wir bekommen eine Information über unser Verhalten. Warum macht uns das Stress? Lass uns kurz drüber sprechen. Das ist der Punkt, dass wir einen Anker brauchen, häufig, der uns sagt, ob wir uns gut fühlen dürfen. Dürfen wir zufrieden mit uns heute sein? Ist das in Ordnung, was ich heute gemacht habe? Und ganz häufig ist das nicht so sehr mein Fortschritt zum Ziel, sondern eben das, was ich mir zurechtgelegt habe, wo ich dachte, Mensch, das führt mich zum Ziel. Deswegen ist es so wichtig auch, sich genau zu überlegen, wie das Ziel aussehen soll und wie auch der Weg dahin aussehen muss. Wenn du damit fein bist, dass du ja für die nächsten Monate dein Verhalten absolut gleichschaltest und einfach egal, ob der Tag schwieriger oder leichter ist, ne, mal schlechter geschlafen, aber egal, ne, ich muss hier meine Kalorien einhalten, jeden Tag, ist egal, wie schwierig das wird, das mache ich jetzt. Das kann ein Weg sein, das kann aber nicht der eleganteste Weg sein, und ich würde gerne dir empfehlen wollen, dass du an den leichten Tagen mehr Einsatz bringst, ist ja auch leichter, und an den schwierigen Tagen weniger Einsatz bringst und wohlwollend mit dir und deinen Bedürfnissen umgehst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber selbst wenn du so rangehst, dass du sagst, nee, also jetzt mache ich das brutal, ich mache 10.000 Schritte, ich esse 1.500 Kilokalorien und ich esse keine Süßigkeiten mehr, keinen Alkohol und all diese Verhaltensweisen, die, naja, nicht positiv für die Gewichtssteuerung sind, um das mal so festzuhalten. Aber sie mögen nicht positiv für die Gewichtssteuerung sein, aber für dein Ziel ist da ganz wichtig, dass du weißt, dass spätestens beim Halten deines Gewichtes der Genuss und die Flexibilität wieder mit in die Lösung integriert sein sollte. Und meine Meinung ist, dass wir gerne schon den Abnahmeweg mit möglichst wenig Aufwand, vor allen Dingen im Tracking, gestalten dürfen, damit wir es schon gelernt haben in der schwierigeren Situation, in der Abnahme, und nicht einfach mit einer Hauruck-Methode das Ganze rumreißen und dann auf Normalgewicht vor einer neuen Herausforderung stehen und sagen, okay, wie war das nochmal mit Genuss? Was ist, wenn ich jetzt einen Geburtstag habe? Was darf ich da machen? Darf ich da jetzt den Kuchen essen? Das sind doch wichtige Fragen. Und wenn du erfolgreich bist beim Abnehmen mit Genuss und Flexibilität, ach, dann hast du überhaupt kein Problem, dein Gewicht zu halten. Außer die Situation verändert sich dann natürlich nochmal drastisch. Du musst lernen, ganz wichtiger Punkt, mit gutem und schlechtem Verhalten in der Ernährung zu spielen. Du darfst damit spielen lernen. Mal verhalte ich mich besser, mal verhalte ich mich schlechter. So, wie war das jetzt noch mit den Tracking-Geräten? Wenn ich mir einfach eine Metrik überlegt habe
über die ich springen muss oder unter die ich springen muss? Was ist mein Aufwand pro Tag? Was ist an den schwierigeren Tagen? Dann brauche ich mehr Disziplin und mehr Willenskraft, um das gleiche Ziel zu erreichen. Und wenn ich davon meine Emotionen abhängig mache und meine Zufriedenheit, dann wird es etwas stressiger werden. Also machen wir nun unser Glück davon abhängig, ob wir an Tag XY Schrittzahl ZX erreicht haben, dann ist das vielleicht etwas zu oberflächlich. Ich brauche Spielraum. Ich muss reagieren können. Ich muss lernen, mein Verhalten steuern zu können und das darf gerne unterschiedlich sein und das sollte unterschiedlich für die Lösung sein. Und wenn dir die Tracking-Geräte da so einen Stress machen, dann darfst du das hinterfragen, wie du natürlich mit diesen Tracking-Geräten umgehst. Sie spiegeln dir nur dein Verhalten wieder. Mehr nicht. Mehr nicht. Es ist schön, die Daten zu haben, weil sie führen dir vor Augen, wie du dich verhältst und auch eben vor allen Dingen die schleichenden Veränderungen, aber mehr nicht. Triff dann deinen Rückschluss, lerne dazu. Es ist ganz wichtig, dass wenn eine Strategie scheitert, hier in der Gewichtssteuerung, dann ist das nicht erstmal deine Schuld oder du hast zu wenig Disziplin oder du bist zu schwach, um das jetzt auszuhalten. Häufig haben wir uns einfach auch eine knallharte Strategie vorgenommen und das ist das Problem. Häufig sind es halt einfach Hauruck-Methoden, weil wir das Thema möglichst schnell klären wollen. Das ist aber genau das Gegenteil, was wir eigentlich brauchen. Wir wollen lernen, Mensch, wie kann ich das Ganze steuern? Wie kann ich mich durch die Wochen verhalten, trotz der Geburtstage, trotz der sozialen Anlässe? Und das nächste Weihnachten kommt mit Sicherheit. Also ganz wichtig, wenn deine Strategie scheitert, und das siehst du ja an den Metriken, das geben dir die Daten, das heißt, dein Vorhaben ist gescheitert, erstmal die Frage stellen, warum? Nämlich dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass du dazu lernen darfst. Warum ist es gescheitert? Wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen? Was würde mir helfen? Wie kann ich mich in die Position bringen, damit das Verhalten einfacher ist und ich auch daran denke? Das sind all die Dinge, dass man sich die Sportschuhe schon vor die Tür oder ins Badezimmer stellt, dass man beim Zähneputzen über die stolpert. Das sind alles solche Dinge, wie man sich das angestrebte Verhalten einfacher machen kann. Aber natürlich, wir müssen hier einen Preis zahlen. Und wenn dich das mehr interessiert, wie man mit Plänen umgehen kann und wie man aus ihnen lernen kann, dann empfehle ich dir die Folge 82, einige Episoden zurück. Machen dir die Metriken Stress? Überprüf deine Perspektive und überprüf deinen Umgang mit diesen Daten. Was ist jetzt die größte Herausforderung in einer alltäglichen Gewichtssteuerung? Und da sind wir wieder bei dem minimalen Aufwand. Und jetzt ein Punkt dazu. Und trotz des minimalen Aufwands einen hohen Überblick, einen guten Überblick. Und zu wissen, wenn meine Ergebnisse sich verschlechtern, dass ich weiß, Mensch, was hat sich verändert? Und wo kann ich ansetzen? Nur weil meine Schrittzahl weniger geworden ist, heißt das nicht, dass ich an der Schrittzahl ansetzen muss und dass das jetzt der einzige Weg ist. Es gibt ja einen Grund, warum du diese nicht erfüllt hast. Das kann einfach Faulheit gewesen sein und die Couch war einfach zu bequem oder ich habe es einfach vergessen. Dann ist es natürlich was anderes, als wenn du keine Zeit gehabt hast. Wenn du keine Zeit an dem Tag gehabt hast, warum dann ein schlechtes Gewissen haben darüber? Dann gilt es dazu zu lernen, Mensch, was würde dir denn einfacher fallen? Also, größte Herausforderung ist der minimale Aufwand für die Gewichtssteuerung. Du sollst dich doch den Rest deiner Zeit um was anderes kümmern. Das ist zumindest mal meine Meinung. Ich würde gerne das Problem Übergewicht lösen mit dem minimalen Aufwand. Bitte, bitte nimm die Zeit und nimm die Energie und steck sie in schönere Dinge. Das ist mein Bestreben und da habe ich jahrelang dafür gekämpft, dass ich verstehe, Mensch, was ist denn der minimale Aufwand und wie können wir dann dabei einen hohen Überblick haben? Und Newsflash, da hat für mich Intervallfasten eine sehr große Rolle gespielt. Heißt nicht, dass man das machen muss. Was müssen wir denn steuern, wenn wir unser Gewicht verändern wollen? Das ist die Kalorienbilanz. Die Kernfrage dabei ist, müssen wir dafür Kalorien zählen? Nein, müssen wir nicht. Da kann ich dir offen sagen, dass ich diese Arbeit auch hier nicht machen würde, wenn das nötig wäre. Ich habe anfangs einfach für mich Werkzeuge gesucht, um mein Gewicht zu steuern, weil ich nicht der rauchende, übergewichtige Arzt sein wollte. Gut, das Rauchen war da kein Thema und das war auch kein großes Thema, aber ich wollte nicht der übergewichtige Arzt sein. Und ich wusste ja mit Anfang 20, dass ich mein Gewicht nicht im Griff habe. Ich habe das nicht verstanden. Und da habe ich für mich das Ganze untersucht und so tief in das Thema geschaut, sodass ich mehr und mehr Zusammenhänge erkannt habe, dann auf Intervallfasten gestoßen und dann habe ich, immer mehr entwickelt, wie das ganze Thema alltagstauglich zu lösen sein kann. Immer einfacher ist es geworden und dann hatte ich den Gedanken, Mensch, das muss raus, aber zurück zu der Frage, müssen wir Kalorien zählen?
Nein, wir müssen nicht Kalorien zählen, aber natürlich ist die Zufuhr versus den Kalorienverbrauch die Frage und die Antwort definiert, ob ich gerade zunehme oder abnehme oder mein Gewicht halte. Nicht im täglichen, da dominieren die Schwankungen auf der Waage, aber über die Wochen siehst du, wie sich die Kalorienbilanz bei deinem Gewicht abbildet. Wenn ich jetzt mein Verhalten ausreichend mit dem Ergebnis auf der Waage korrelieren kann, wenn ich verstehe, ach, diese Woche habe ich dieses Ergebnis, nächste Woche ist es besser. Da setze ich nämlich so an und diese Woche konnte ich diese und jene Stellschraube nicht wirklich gut bedienen. Das ist auch okay. Ich steuere hier mein Gewicht und ich muss nicht nur, weil jemand XY-Ergebnis hatte oder weil ich mir letzte Woche überlegt habe, dass ich diese Woche XY mache. Deswegen muss ich jetzt schlechte Laune haben, weil ich das dann nicht erreicht habe, weil ich das nicht umsetzen konnte. Ganz schwierig. Aber natürlich verfolgen wir ein Ziel. Also, wenn ich mein Verhalten ausreichend mit dem Ergebnis auf der Waage korrelieren kann, dann lerne ich auch über mein Verhalten und die Kalorienbilanz und dann lerne ich nachhaltig, mein Gewicht zu steuern. Ich werde ja immer schlauer. Ich habe alle Bereiche vor mir und dann laufe ich durch verschiedene Situationen, die mir das Leben schwerer machen und so lerne ich, wie ich den minimalen Aufwand in diesem Thema für die Lösung einsetzen kann. Ich muss dafür verstehen, welche Aktion was bringt. Und ich denke, nur das ist ein nachhaltiger Weg. Das ist meine Meinung. Ich denke, Kalorienzählen hat absolut seinen Platz und ist für viele auch irgendwo ein Stück weit eine Lösung. Ich denke aber, dann darf es in eine alltagstauglichere Weise übergehen. Und da ist wieder meine Meinung, Mensch, wenn wir die Abnahme schaffen ohne Kalorienzählen, ist das Halten nicht so ein großes Thema, weil ich ja mir schon die ganze Übersicht erarbeitet habe, während ich die Abnahme gemacht habe. Was mache ich, wenn ich mit dem Kalorienzählen erst abnehme und dann will ich mit dem Kalorienzählen aufhören? Habe ich dann wirklich dazu gelernt, wie ich mein Verhalten einschätzen kann? Das ist eine Frage, die wir uns stellen dürfen. Und ich habe natürlich auch ein Interesse, mit dem geringsten möglichen Einsatz den größten Ertrag zu bekommen. Und das siehst du auch irgendwo an diesen Metriken. Wenn du Dinge nicht erfüllen kannst, dann schau dir die Bereiche an. Mensch, wo kann ich denn anderweitig meine Kalorienbilanz steuern? Einschränkung in diesem Thema ist subjektiv. Das ist absolut subjektiv, wie eingeschränkt du dich fühlst bei Verhalten XY, bei Stellschraube XY. Und da ist die ganz wichtige Botschaft, dass du testen darfst. Du darfst selbst testen, du darfst Intervallfasten ausprobieren, du darfst Veränderungen in der Ernährung ausprobieren, immer mit einem Auge bei dem Ergebnis. Was ist der Ertrag von diesem Einsatz? Aber bitte schaff dir nicht einfach nur arbiträre Hürden wie eine Schrittzahl und dann den nachfolgenden Stress, wenn ich das nicht erfüllt habe. Das wäre sehr schade. Jetzt noch eine zweite Sache, die ich dir hier mitgeben möchte, ist, was müssen wir denn noch tracken, wenn wir die Gewichtssteuerung nachhaltig leichter machen wollen? Und ich habe gerade schon den Kalorienverbrauch erwähnt. Der Kalorienverbrauch setzt sich nicht nur durch meine Aktivitäten zusammen, sondern eben auch durch meinen Verbrauch in Ruhe und das ziemlich hauptsächlich. Und da ist meine Muskelmasse wichtig und interessant und auch meine Stoffwechselrate. Beides darf losgelöst voneinander betrachtet werden, weil nur weil ich mehr Muskeln habe, heißt das nicht, dass mein Verbrauch gleichermaßen nachzieht. Jemand mit einer hohen Muskelmasse kann einen höheren Verbrauch haben oder einen geringeren Verbrauch. Und beides subsumiert sich im Bereich Leistung. Es kann jemand geben mit viel Muskeln, wenig Leistung, dann ist die Stoffwechselrate auch geringer. So könnte man das erstmal einfach gesagt korrelieren. Und wenn ich mehr Kraft auf die Straße bringen kann und eine höhere Maximalleistung habe, dann habe ich auch einen höheren Verbrauch, einfach gesagt. Wir machen das hier gerade einfach und griffig. Denn, warum ist das wichtig? Wie gut dein Verhalten sein muss oder anders gesagt, wie viele Snickers neben zwei Mahlzeiten in deine Kalorienbilanz passen, das hängt nicht nur von der Bewegung ab. Du kannst dir das Snickers natürlich über einen Spaziergang oder eine Jogging-Einheit verdienen. Ich würde eher den Spaziergang empfehlen. Aber es hängt auch vor allen Dingen von deinem Verbrauch in Ruhe ab. Und wie drosseln wir den? Über Crash-Diäten hauptsächlich. Wenn wir Muskelmasse abnehmen, wenn wir kein Krafttraining machen und jahrzehntelang abgenommen haben, wenn wir uns noch nie um Krafttraining gekümmert haben, wenn wir noch nie unsere Leistung angesehen haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du wirtschaftest dich nachhaltig in eine schlechtere Position. Da sind wir im Bereich des Stoffwechsels. Also, es hängt auch von deinem Kalorienverbrauch in Ruhe ab. Und das ist der Verbrauch, für den du an dem jeweiligen Tag nichts
tun musst. Und nein, das geht nicht über Pillen, das geht nicht über irgendwelche Extrakte oder irgendwelche Dinge, die du von außen zuführst. Du hast die Stoffwechselrate gedrosselt mit deinem Verhalten, durch Diäten, durch das Kaloriendefizit. Das ist der Reiz, dass der Stoffwechsel sich anpasst, nicht das Intervallfasten zum Beispiel. Es ist nicht der Fall, dass sich der Stoffwechsel reduziert, nur weil ich mal 16 Stunden nichts gegessen habe. Es kann ja trotzdem sein, dass ich überversorgt bin in den 8 Stunden. Warum sollte mein Körper dann den Stoffwechsel drosseln? So schnell geht das nicht. Der Stoffwechsel, meine Leistung ist eine sehr tiefe Einstellung meines Körpers und das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn ich jahrelang nur über Diäten immer versuche, mein Gewicht zu reduzieren und dann lasse ich los und dann lande ich im Jojo-Effekt, dann wirtschafte ich mich immer tiefer rein und nein, die Lösung geht nicht über Pillen, sondern dass wir über dein Verhalten deinen Körper wieder beibringen, dass er mehr Kalorien verbrauchen darf. Ne? Beziehungsweise nicht darf, wir bringen ihn in die Position, dass er einfach mehr verbrennt. Das müssen wir einfach sagen. Wir machen einen Hochofen aus deinem Körper und das geht nur mit einer Anhebung deiner Leistung. Das ist die richtige Stoßrichtung. So, ich hoffe, das hat dir geholfen, um dir einige Fragen beim Tracking in der Gewichtssteuerung zu beantworten. Das ist, was möchte ich denn überhaupt tracken? Was ist denn der Sinn vom Tracking? Sollte ich dabei negative Emotionen haben, nur weil ich mein eigenes Vorhaben gerade nicht geschafft habe? Welches Nutzen hat das Tracking? Sollte es mir Stress machen oder dient es einfach dazu, für mich den richtigen Weg zu finden und dazu zu lernen? Und wenn du den richtigen Weg finden möchtest, dann kann ich dir ein sehr gutes Angebot machen. Trag dich für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch bei uns auf der Website ein. Das dient erstmal dazu, dass wir uns einfach in Ruhe kennenlernen und über deine Situation, deine Herausforderungen sprechen. Und ich zeige dir, wie ich hier an das Thema rangehe und wie ich arbeite. Und dann können wir uns darüber unterhalten, ob wir das gemeinsam angehen möchten. Dafür dient dieses kostenlose Beratungsgespräch. Wenn das für dich interessant sein sollte, dann freue ich mich, dich kennenzulernen und ich freue mich auf deinen Kommentar und natürlich abonniere diesen Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst und darin sehen wir uns auch. Liebe Grüße, dein Sven.